Stefan Lacombe, Hanno Koffler, herzlich willkommen zum Berlinale und zum Teddy Award. Hallo. Bevor ich dich gleich mit den ganzen Fragen bombardiere, muss ich trotzdem noch mal ganz kurz zur Inspiration der Geschichte Freier Fall kommen. Wie hat das alles angefangen und wie ist der Stoff entwickelt worden? Der ist entwickelt worden, also die Grundidee hatte eigentlich mein Co-Autor Carsten Dahlem, der früher selber ein Jahr bei der Bereitschaftspolizei war, bevor er dann eine Schauspielausbildung gemacht hat. Mhm. Und einfach auch bei der Arbeit von Mobbingfällen mitbekommen hat. Und dann haben wir uns kennengelernt, er hat mir das Thema vorgestellt, komm, lass uns doch mal darüber was machen. Und so hat das dann irgendwie alles angefangen. Haben wir sehr viel recherchiert irgendwie, haben uns bei den Felspool zum Beispiel, Verein schwuler und lesbischer Polizisten, haben da viele Gespräche geführt oder bei den Gay Cops. Und dann ist das so peu à peu die Thematik und der Film so entstanden. Genau. Wie wird denn das in der deutschen Polizei verhandelt, so Homosexualität innerhalb oder unter Kollegen? Ist das immer noch so ein bisschen so don't ask, don't tell wie in den USA? Oder ist das, es ist schon absolut ein Thema. Mhm. Es wird zum Beispiel, wird so unter der Hand gesagt, irgendwie für schwule, lesbische Polizisten ist es eigentlich nicht vorteilhaft, sich vor der Ausbildung zu outen, weil man dann Karriereprobleme kriegen kann. Oder zum Beispiel habe ich mitbekommen, dass in Baden-Württemberg mindestens die Hälfte der schwul-lesbischen Polizisten nicht geoutet sind, aus Angst vor einer gewissen Art von Diskriminierung. Und insofern, genau, ist es halt immer noch absolut Thema. Also wie im Fußball ja auch, also in allen sehr so männlich dominierten körperlichen Bereichen. Aber auch nicht nur da. Also wir haben ja auch, selbst in unserer Branche, ja, wo man eigentlich denken würde, das spielt überhaupt keine Rolle. Also ist bei ganz vielen, auch Schauspieler, die das Buch gelesen hatten, die es toll fanden, aber die dann eigentlich Angst hatten, zum Casting zu kommen und eine schwule Rolle zu spielen, weil sie dann Angst haben, einfach das Stigmata irgendwie die Schwulen dann irgendwie zu haben, auch für ihre weitere Karriere. Und gute Überleitung eigentlich, sagen wir mal ganz kurz. Ja. Hanno, wie war das für dich, als du das Buch das erste Mal gelesen hast? War da irgendwie sofort eine Anziehung da oder hast du erst länger überlegen müssen? Ich habe nicht lange überlegen müssen, ehrlich gesagt. Also mich hat es sofort tatsächlich gepackt. Mhm. Also ich fand die Figur von Marc super ansprechend. Ich fand es toll geschrieben. Ich fand vor allem spannend, dass ich die Liebe, die da beschrieben ist, eben eigentlich in beide Richtungen von der Hauptfigur, also von dem Marc, der seine Frau liebt, und dann kommt sein Kollege und er wäre der Letzte, der damit rechnet, und da entsteht auch eine Liebe. Und das ist ja ein Dilemma in einer Dreiecksbeziehung, was erstmal eben, und das ist ja auch meine Philosophie, mal unabhängig von dem Geschlecht stattfinden kann. Und das aber in einem Kontext von dem Milieu und von der Polizei wird natürlich noch viel tragischer, als so eine Dreiecksbeziehung dann ohnehin aussehen kann. Weil dann plötzlich steht ein ganzes Lebenskonzept, eine Sexualität in Frage von einem Menschen, der damit nicht gerechnet hat. Wo es dann auch plötzlich um Männlichkeit geht und darum, dass ein ganzes Leben plötzlich in Frage steht. Aber was ist das denn, was die beiden, Marc und Kai, so anzieht? Naja, das ist ja immer die Frage im Leben, warum verliebt man sich? Das ist ja schwer festzustellen. Also ich glaube, dass das auch, wir haben noch viel drüber geredet, dass irgendwo ist das dann auch vielleicht am Anfang eine unglaubliche, für den Menschen, der das so nicht auf dem Schirm hatte, ist das erstmal eine unglaubliche Faszination. Vielleicht wie so ein, der verdrängt das ja total, der sagt, er ist nicht schwul und ist nur ein Ausrutscher, das ist so eine Art Kick für den vielleicht sogar gewesen, ja. Und aber ganz abgesehen davon, dass das ja dann ja so eine Aufregung mit sich bringt, dass das was Neues, anderes ist, waren da zwei Menschen, die vielleicht sehr gegensätzlich sind, die sich einfach wirklich irgendwie ineinander verliebt haben. Da war dann plötzlich dieser Funken da und man kann ihn nicht mehr vergessen und es gibt eine sexuelle Anziehung und dann das Problem, dass er sich selber gar nicht vorstellen kann, wie, das ist doch ein Mann und das ist auch noch ein Polizist, das darf nicht sein, aber irgendeine Kraft zieht die an, sich gegenseitig. Spielt das eigentlich eine Rolle im Film, ob die jetzt schwul, bi, queer, was auch immer sind? Ist das wichtig? Eigentlich überhaupt nicht. Also uns ging es wirklich einfach um Liebe. Du verliebst dich in einen neuen Menschen und wir wollen eigentlich auch damit aufräumen, so ein bisschen irgendwie in das in diesen Kategorien dann einfach gedacht wird. Ne? Und deshalb, genau, spielt es eine Rolle. Es spielt natürlich eine Rolle, ne? aber weil die Homophobie in dem Film natürlich ein großes Thema ist. Mhm. Aber im Grunde genommen sehen wir uns ja im Auftrag, dass das irgendwann nicht mehr ein Thema ist. Mhm. Also es
natürlich spielt er in einer Kleinstadt im provinziellen Kontext und ich glaube, in einer Großstadt ist das vielleicht schon wie Berlin, ist das schon sehr viel liberaler, aber es kommt wirklich auf den Kontext an, wo das stattfindet. Mhm. Und das hat eine besondere Qualität, also auch in der Auseinandersetzung, was die Männlichkeit betrifft und die Fragen, die sich da aufwerfen. Wie habt ihr denn an den Charakteren gearbeitet? Also in der, ich weiß nicht, ob es eine lange Probephase gab überhaupt und vor allem diese sehr körperlichen Szenen, die ja auch stattfinden im Film, war das eine Sache, die man irgendwie vorher, haben wir nicht geprobt. Wo man darüber nachdenkt oder ist es wirklich einfach ein jahrelang Let go? Genau, jahrelang. Max und ich haben das jahrelang durchexerziert. Also wir hatten doch eine recht lange Probenphase, obwohl wir jetzt in dem Sinne nicht wirklich geprobt haben, sondern eigentlich uns sehr lange über das Buch ausgetauscht. Wir haben jede Szene auseinandergenommen, wir saßen dann zu dritt zusammen. Auch irgendwie, zum Beispiel Katharina war dabei, als es auch dann nur um Szenen von Hanno und Max ging oder umgekehrt. Und ne, haben wir dann sehr viel einfach über die Szenen gesprochen, auch noch in dieser Dreierkonstellation auch noch viel Neues am Buch mitentwickelt. Ne? Ist ja auch viel nochmal neu entstanden, wo wir auch nochmal Dialoge teilweise umgeschrieben haben. Und genau, haben wir schon einen ziemlich langen Vorlauf gehabt. Ne? Genau. Also, ja, das war auch das Tolle. Also Stefan ist eben... ich liebe ihn ja als Regisseur und der Stefan hat da mich sehr früh ins Boot geholt und war da auch immer total offen. Also war sehr ein sehr offener Entwicklungsprozess, der dem Ganzen, glaube ich, sehr gut getan hat. Also Stefan hatte da immer ein offenes Ohr, obwohl er schon eine geniale Drehbuchvorlage da hingelegt hat. Hat sich das dann wirklich über Wochen, Monate dann entwickelt, bis zu dem, dass wir dann angefangen haben zu drehen. Also mir war es auch total wichtig, dass halt keine Figuren übergestülpt werden oder dass man in dem Sinne eine Rolle spielt, sondern dass wirklich die drei in sich, sage ich mal, die Rollen finden konnten. Also was können sie wirklich persönlich mit der Figur anfangen? Und das musste man natürlich erstmal über einen Prozess halt so ergründen. Ne? Genau. Die beiden repräsentieren ja trotzdem auch durchaus verschiedene Arten von Männlichkeiten oder haben auch einen verschiedenen Zugang zu ihrer Männlichkeit, würde ich jetzt mal so von meiner Wahrnehmung her sagen. Seht ihr das auch so oder... Wie siehst du Marc? Max? Max ist ausgefallen heute. Ja, wir Max hatten gestern Premiere und genau, der kommt heute Abend, ist er wieder fit. also klar, das sind... Ja, Max spielt ja den Verführer, der eigentlich in seiner Sexualität, auch wenn er in dem Milieu nicht geoutet ist, aber sich da ja gefunden hat. Und insofern hat er da ein größeres Selbstbewusstsein und hat das, was der Marc, also meine Figur, vielleicht noch vor sich hat, hat der schon hinter sich. Und vielleicht gibt es da auch ein sich gegenseitig erkennen. Also so ein bisschen kann man schon sagen, er ist der Verführer, der ihn ja zu dem hinführt, was da in ihm drin steckt. Und der Marc ist halt schon der Zerrissene. Und diese zwei Pole ziehen sich da an und brauchen sich auch gegenseitig irgendwie. Also es ist schon ein anderer Umgang mit einer Männlichkeit auch, weil der eine sich in seiner Sexualität neu findet und der andere sich da schon sehr gefunden hat. Obwohl beide sehr körperliche Typen sind, also was beide uns auch schon einfach wichtig war, weil es auch im Polizeimilieu spielt und man so real halt Bereitschaftspolizisten auch sieht, ne, die haben auch eine enorme Physis oft. Ne, und das war uns dann schon auch sehr wichtig, dass das auch ein physischer Film da muss wird. Ich aufrichten jetzt. habt ihr denn vorher nochmal extra irgendwie uns Max, was angelegt? Oder nee, Max braucht das nicht, der ist sowieso... gut unterwegs. Aber wir waren tatsächlich auch laufen während dem Dreh und so. Wir sind ja gut befreundet, kennen uns schon lange und sind da beide ganz fit. Mhm. Was habt ihr denn so mitgenommen aus dem ganzen Prozess und aus dem Dreh und der... 16 Stunden Drehtage, völlig fertig waren wir. Also ich glaube, wir können alle nicht sagen, dass wir jetzt eine total lockere, lustige Drehzeit hatten. Es waren ziemlich intensiver Rausch, also wir haben uns da, und ich hoffe, dass man das dem Film anmerkt, auch wirklich dann fallen gelassen. So, das war für uns alle wirklich, so wie der Film heißt, ein freier Fall und war sehr intensiv und anstrengend. Mhm. Ja, sehr intensiv und anstrengend, ja, absolut. Ja. Aber so irgendwie Erkenntnisse oder natürlich hat man viele Erkenntnisse, irgendwie, was man beim nächsten Projekt jetzt, sage ich mal, irgendwie was anders laufen anders kann, anders laufen muss. Und aber also ich wüsste jetzt, nee, also nichts Großartiges.
Ja, wenn du jetzt wirklich inhaltlich fragst, man setzt sich natürlich damit auseinander. Ja. Also ist ja klar, du bringst ja deine eigene Persönlichkeit mit ein. Man versucht das Thema für sich selber zu ergründen, zu begreifen und das Dilemma, von dem der Film da handelt, eben wie ich schon am Anfang gesagt habe, die Dreiecksbeziehung mit einer Liebe, die entsteht, weil also der Protagonist Mark ja eben auch ein Kind bekommt von der Frau, die er liebt. Und dann ist da nochmal eine andere Ebene von Liebe, nämlich die Liebe eines Vaters zum eigenen Kind, der Wunsch, eine Familie zu haben. Und dann kommt plötzlich eine Sexualität und eine Liebe zu einem Mann dazu, mit dem das in dem Sinne nicht lebbar ist. Das sind Riesenfragen, auch die im Leben spannend sind, sich mit dem mal zu beschäftigen. Und das haben wir alle getan und das ist eine spannende Reise gewesen, die mich da auch weitergebracht hat persönlich. Ob denn das so im deutschen Filmbereich genug diskutiert wird oder ist da noch einiges an Bedarf? Ist das irgendwie ein Thema, womit man jetzt erst anfängt, sich irgendwie richtig auseinanderzusetzen? Da gibt es ja schon einige, also Sommersturm habt ihr zum Beispiel gemacht und genau. Und ich glaube, es wird immer mal wieder einen Film dazu geben, absolut, ja. Und komischerweise, es war für mich gar nicht jetzt wirklich, also gar nicht so das ausschlagende Thema, dass der Mark jetzt schwul wird und dass es um die Homophobie geht. Also das finde ich wichtig, total wichtig, dass man sich dem stellt. Aber die Geschichte an sich eben hat mich einfach total begeistert. Und ich glaube, deshalb wird das Thema möglichst liberal und vielleicht immer normaler auch sich in Filme integrieren. So. Dann ist der eine halt schwul und der andere nicht und was weiß ich, ja. Und es wäre schön, wenn man da so langsam hinkommt. Einfach ein bisschen entspannter. Ein bisschen entspannter, ja. Viel Kopf da rein. Wobei der Film nicht besonders entspannt ist. Sehr aufregend. Sag nochmal ganz kurz, es gab keine Q&A gestern, aber ihr habt gleich die erste wahrscheinlich. Ja, genau. Wie war denn so die Reaktion nach der Premiere gestern, so die Sachen, die ihr gehört habt oder wie ist das angekommen? Also ich hatte das Gefühl, dass es gut, sehr gut ankam. Also wir hatten einen tollen Applaus, das Kino war voll und Stefan ist sehr bescheiden. Die waren sehr begeistert, schönerweise. Es war wirklich eine echt tolle Premiere. Ja. Sehr gut. Ja. Hat mich sehr gefreut. Viel, viel Erfolg, viel Spaß bei der Q&A und vielen Dank. Danke. Cool. Schön, dass wir bei euch waren. Dankeschön. Super. Okay. Tschüss. Ciao.